Dennis. Herzlich willkommen bei TV Total. Heute wieder neue Talente von SSBS GPS Casting. Und hier ist Ihr Gastgeber, Stefan Raab. Nein, das hätte mal ein bisschen zackiger gehen können, meine Damen und Herren. Oh, toll haben Sie das gemacht, Dennis. Ja, zum ersten Mal so eine Sendung angesagt? Ja. Oder spielen Sie privat auch mal so ein bisschen? Nein. Hallo, ich bin der Dennis vom Spiegel mal so, weißt du? Ja, kommt ein Mann zum Arzt. Was machen Sie normalerweise, Dennis? Ich arbeite bei der Lufthansa. Bei der Lufthansa? Bei der Condor. Bitte? Bei der Condor. Aha, doch schon eine Nummer kleiner. Wollten Sie ein bisschen blöffen, oder? Condor ist so, wo man auch schon besoffen ins Flugzeug reinkommt, oder? Ja, ich ist nach Mallorca. Wie schrie ich der Condor? Ich bin Condor! Was machen Sie, Stuart? Nee, Kaufmann für Lagerlogistik. Ah, okay. Also Sie sind nicht im Flugzeug selber und sagen, hallo, was möchten Sie trinken? Ja. Okay. Sehr gut. Ja, das ist ein solides Unternehmen, oder? Da läuft's gut bei der Condor. Nein. Nein, läuft nicht gut bei der Condor. Scheiß Unternehmen. Nein, sehr gutes Unternehmen, läuft aber halt nicht so gut. So, meine Damen und Herren, ich möchte Sie erstmal auf eine Schlagzeile hinweisen, die ich der Zeitung entnommen habe. Schauen Sie hier. Birgit Prinz bald in Italiens Männerliga? Fragezeichen. Unsere fantastische Fußball-Weltmeisterin und eigentlich die beste Spielerin der deutschen Nationalmannschaft, Birgit Prinz, hat ein Angebot vom AC Perugia bekommen. Ja, einem italienischen Erstligisten, bei dem auch schon der Sohn von Gaddafi spielt. Ja? Von Oberst Gaddafi, der spielt auch bei diesem Verein. Und das wäre dann ja schon im Prinzip die zweite Frau im Männerfußball nach Andi Möller. Ja? Und sie weiß aber noch nicht genau, ob sie da hingeht. Ja? Und ich weiß nicht, aber ich glaube, im Fußball ist es so, dass sich Männer und Frauen nicht getrennt voneinander umziehen müssen, oder? Wissen Sie da genaueres? Bei der Bundeswehr ist das ja, glaube ich, anders. Ja. Ja gut, es kann auch, vielleicht haben die Italiener eigentlich auch nur Bock auf Sex oder so. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht. Man wird ja sehen. Kann sich eine Frau in der Liga behaupten? Wir haben gleich einen Fachmann hier zu Gast vom DSF, Klaus Grunewald. Der kennt sich mit Fußball aus und der wird uns vielleicht auch verraten, ob tatsächlich eine Frau in der italienischen Liga mithalten könnte. Dann halten Sie sich fest, was ist heute? Außer Donnerstag. Ja, das weiß ich auch. Internationaler Tag der Berge. Internationaler Tag der Berge. Was gibt's denn da zu klatschen? Ja, Internationaler Tag der Berge. Hallo. Nein, Internet ist tatsächlich so. Gibt es der Internationale Tag der Berge ist heute. Und wenn Sie nicht wissen, Berge, was war das nochmal? Das sind diese riesigen Teile, die so aussehen wie Toblerone. Ja? Falls Sie das interessiert. Und weil heute der Internationale Tag der Berge ist, meine Damen und Herren, haben wir ein kleines Filmchen für Sie zusammengestellt, um diesen Tag zu huldigen. Schauen Sie hier. Muttertag, Tag des Kindes, Tag der Behinderten, was soll das? Recht hat er, unser Freund Klaas Clever, denn alle diese Tage sind super Pille-Palle verglichen mit dem Internationalen Tag der Berge. Schöne hohe Berge, wie zum Beispiel der Watzmann, sind einfach sehr gut. Natürlich ist der Watzmann nicht jedermanns Ding. Wer guckt schon so hoch? Nicht? Da reck ich mir ja den Kopf aus. Aber die meisten sind sich doch hinsichtlich des Watzmanns einig. Wäre schlecht, wenn der wegkäme. Aber neben dem Watzmann gibt es ja noch viele andere Berge, über die ganze Welt verteilt. Das finde ich also überraschend und unangenehm und ich finde das nicht gut. Also das ist bedauerlich für alle diejenigen, die nicht so laut weit laufen können. Nicht? Ach komm, der Kilimanjaro zum Beispiel. Soll der mir gefallen? Na gut, wie wäre es dann mit einem Promiberg, wie zum Beispiel er hier, der berühmte Udo. Oder Lindenberg heißt der. Oder hier, Stefan. Bungsberg. Fast, Effenberg. Aber am schönsten ist immer noch der Watzmann. Der Watzmann macht außerdem ein super Echo. Hallo, hallo, kann man mich hören?
Am allersupersten an Bergen sind aber die Bergbewohner. Sie stecken sich Tennisbälle, Kugelschreiber oder sogar Glasflaschen in Körperöffnungen, wo sie eigentlich überhaupt nichts zu suchen haben. Ja, und sie haben tolle ABM-Stellen. Jetzt habe ich aber eben ABM, also in sie Aussicht. Haben eine ABM? Ich kriege jetzt eine Aussicht als Gemeindeverwaltung. Dorftrottel. Ja, Bergbewohner sind sogar schlauer als Fernsehköche. Ich würde das nicht so pauschalieren. Also Leute, nichts wie rauf auf den nächsten Berg. Denkt dran, runter kommt man immer. Internationaler Tag der Berge, meine Damen und Herren. Muss ja auch mal gefeiert werden. Der internationale Tag der Berge, meine Damen und Herren. Und deswegen sage ich mal. Hallo! Hallo! Ich sitze in einer Gletscherspalte. Da auch gehört nur Spalte. Kamballe. Was? Mach aus. So, jetzt reicht's. Mach das Echo aus. Haben Sie Ihren Applaus noch gehört? Klaus noch gehört, habe ich verstanden. So, man kann einen Gag auch überreizen. Mal an die Leute in der Tonregie. Hallo? Ja, alles wieder klar. Sehr gut, meine Damen und Herren. Der Tag des Berges, ja. Und wenn Sie Bergsteiger sind und auf den Berg hinaufklimmen, tun Sie mir einen Gefallen, damit Sie nicht verlaufen, ja. Immer den Zehen von Reinhold Messner nach, ja. Dass Sie das noch wissen. So, meine Damen und Herren, dann, haben Sie den Bachelor gesehen gestern? Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Dennis, der Bachelor. Kannst du noch mal Dennis zeigen? Zeig mir bitte noch mal Dennis. Ein bisschen, hallo. Können Sie mal diesen Bachelor-Smile aufsetzen? Dieses, müssen Sie sich hier die Zähne trocken rubbeln. Hallo, willst du diese Rose? Du riechst gut. Haben Sie den Bachelor gesehen gestern? Nein, Sie haben Fußball geguckt. Nein. Auch nicht? Sondern? Gearbeitet, sehr gut. Ich denke, es läuft nicht bei Konrad. Naja, der Bachelor, eine tolle Sendung, gestern Abend wieder. Und der Bachelor ist ja ein unfassbarer Charmeur, meine Damen und Herren. Also mittlerweile, glaube ich, hängt er ja seinen Lappen bei jeder Frau in den Hals. Ja? Wie ich das gesehen habe, sind da, glaube ich, nur noch vier dabei. Ja? Der Bachelor, von uns scherzhalber auch nur der Tätschler genannt. Ja? Und der Bachelor ist nicht nur ein fantastischer Charmeur, sondern der Bachelor kennt sich offensichtlich auch mit Technik aus. Denn der Bachelor hat einen Hubschrauberflug gemacht mit einer seiner Kandidatinnen. Und damit auch alles seine Richtigkeit hat, hat der Bachelor vorher, sprich Bachelor steht in meiner Zeitung, Bachelor, sprich Bachelor. Ja? Für die Leute, die immer Bachalor lesen. Bachelor. Hat er diesen Hubschrauber vorher getestet, damit auch alles in Ordnung ist und so keine Sicherheitsmängel entstehen. Und da merkt man, der Bachelor hat Ahnung von Technik. Schauen Sie hier. Ja, kann man machen. Sehr gut. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er ist beim TÜV, ja? Der Bachelor. Genauso hat er die meisten Frauen auch geprüft hier. Hat sich bei den meisten Frauen auch so angehört. Ja. Und dann hat er ein Date mit Elisabeth. Ich weiß nicht, wenn Sie es gesehen haben, wissen Sie, es sind noch vier Frauen, glaube ich, jetzt im Rennen. Und eine war Elisabeth, die hatte bisher noch kein Einzeldate mit ihm. Und da hat er sich was ganz Romantisches einfallen lassen, der Bachelor. Schauen Sie mal hier. Es war eben der Fall, dass ich da war, eben die noch nie die Möglichkeit hatte, mit ihm da irgendwie sich näher kennenzulernen. Und dann waren noch Nicole und Katharina, die eben schon beide ein Einzeldate hatten.
und sich auch beide schon mit ihm geküsst haben. Und er hat diese Situation sehr gut gemeistert, indem er mich eben mir gesagt hat, hör mal, wir haben noch nie miteinander Zeit verbracht und ich möchte jetzt gern mit dir am Karussell fahren. Ist das schön? Wir haben noch nie miteinander Zeit verbracht. Ich möchte gerne mit dir im Karussell. Natürlich! Selbstverständlich! Selbstverständlich im Karussell, ja? Für die Geisterbahn hat er doch viel zu viel Schiss, der Bachelor, die Weichflöte. So. Das selbstverständlich. Hat natürlich auch das Karussell noch geprüft. Tok, tok. Und dann sind die beiden gefahren. Unfassbar. Schauen Sie sich das hier an. Wie romantisch. Schön. Das ist meistens so. Jetzt fehlt aber noch diese typische Karussellmusik. Ja, ja. Das ist Glockenspiel da. Genau, genau. Das habe ich auch gedacht, wenn es heute Katharina, Nicole dabei sind oder so. Will ich das schon auch primär nutzen, dass wir uns unterhalten können. Weil mit denen habe ich ja irgendwie auch den ganzen Tag mal gehabt und so. Willst du auch noch ein bisschen länger bleiben? Ja, natürlich. Natürlich. Der nuschelt ein bisschen, der Bachelor, oder? Ich hätte es aber noch viel romantischer gefunden, wenn die nicht auf diesen Pferden gesessen hätten, sondern sie vorne im Feuerwehrauto, ja, hinten in der Polizei, weißt du? Da, da, da. Hallo! Willst du diese Rose? Ja. Nina, willst du diese Rose? Oh, toll, der Bachelor. Das hätte mir gut gefallen. So, meine Damen und Herren, haben wir noch was Interessantes von RTL 2 in den News. Und zwar, Vanessa ist mal wieder aufgetaucht auf einem Weihnachtsmarkt. Und was verkauft sie? Sie weiß es selber nicht so genau. Schauen Sie hier. Nach einem Bummel über den Wiener Weihnachtsmarkt mit Freund Marco und Hund versuchte sich die Superstar-Sängerin als Budenverkäuferin. Kommt herbei, frische Donuts. Frische Donuts! Karpfen. Wie kann man das verwechseln? Krapfen, ja, aber Karpfen. Das sind doch hier Karpfen. Ach nee, Donuts. Gut, aber solange sie da steht, ist sie zumindest, taucht sie zumindest nicht in der Arbeitslosenstatistik auf. Ja, ja, Daniel Lopez wäre froh, wenn er so einen Job hätte, meine Damen und Herren. So, meine Damen und Herren. Was ist eigentlich mit Cäsar? Habe ich schon unser Posaunist? Cäsar ist heute nicht da. Bitte was? Der Arme ist leider krank. Krank? Ja. Wie krank? Mandeln. Mandeln, ja, ja. Bei der Frau, ja, ja, glaubt doch selber, glaubt ihr selber. Ja, da ist Vertretung bestimmt wieder nur neue Ware aus Venezuela eingetroffen und der musste das Zeug irgendwie. So, kleiner Hinweis noch für Sie, denn Elton zockt am Samstag, ist das richtig? Am Samstag und am Sonntag, am Freitag, am, irgendwann am Wochenende. Zockt am Samstag, höre ich hier gerade. Und am Freitag. Um Autos in Essen. Ja, und was es da für ein tolles Auto zu gewinnen gibt, wenn Sie Ihres dagegen zocken wollen, das können Sie hier schon mal sehen. Ein toller Streetcar, bitteschön. Das können Sie gewinnen. Aber die Bedingungen, meine Damen und Herren, Sie können sich jetzt nicht einfach eine Schrottkarre kaufen für 50 Mark am Schrottplatz kurz zulassen und dann gegen Elton zocken, das geht natürlich nicht. Ja, meine Damen und Herren, und Sie wissen, wir machen hier ernst. Es wird langsam ernst auch. Wir haben unsere Castingbüros noch dieses Wochenende geöffnet, also morgen am Freitag, dann am Samstag und machen wir nächste Woche auch noch? Ja, ein paar können wir noch gebrauchen. Wir haben schon etwa so 20, 25 richtig gute Leute gefunden. Aber wenn Sie noch mitmachen wollen bei unserem SSDS-GPS-Casting, sage ich Ihnen gleich, wie Sie sich bewerben können in unserem Castingbüro. Ich zeige Ihnen aber erstmal, was gestern und heute so bei uns aufgelaufen ist. Bitte schön. So, hallo, bitte vorstellen. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Um 2:30. Soll ich schon anfangen? Mhm. Alles klar, dann wollen wir. Ja, mein Name ist Rolf Eberhard, aber mein Familie, also für meinen Künstlername, ist Finsterwald Rolf. Gut. Und ich bin 36 Jahre alt und bin im Showgeschäft drinnen. Und das bedeutet, dieses Jahr habe ich 22 Jahre auf dem Buckel
Und nächstes Jahr habe ich 23 Jahre. Moment, so schnell bin ich nicht. Nochmal. Dieses Jahr habe ich 22 Jahre auf dem Buckel. Und nächstes Jahr habe ich 23 Jahre. Ah ja. Also, YMCA, Black Power Sing a Go, YMCA. I'm a son of Lipa, I'm a son of Nido, I'm a small way lip man, Macho. Ja, hallo, bitte stellen Sie sich kurz vor. Ach so. Where they used to be rain. Ja, für uns nicht so geeignet, aber ich glaube, ich hätte was für Sie. Used to be rain. Can you feel the love tonight? Ja, weiter. Oh, oh, girls get some time. Sehr schön. Vor allem die Bluse. Schade, dass man nicht alles sieht. Moment. See the hurt in me? And if you move real slow, I let it go. Everybody was kung fu fighting. Ha. Ja, ja, nächster. Comes when I... Nächster. Und ab in an amazing state. Can't get enough. You know it's right to stop. Goes up like prices at Christmas. But I know that we're falling apart. Ah, I don't need schön. Nächster. You better don't, you better don't. You don't better don't. Don't you don't better don't. You better don't pound, you better don't cry, you better don't. Ja, wir wissen ja, wo es herkommt, ne? Aha. Jo, hallo, wir sind aus der Brücke. Wir singen unser eigener Song. Der nennt sich Hardcore for Life. Oi, 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 oi. Oh, scheiß drauf. I'm on the highway to hell. God. Highway to hell. Okay. Tschüss. Bis bald, ne? But no, there's no. So, was denn los hier heute? A love that I could not forsake. And now Jennifer Rush. Cause I'm your leader. And you are my man. Whenever you reach for me. Ich weiß, ich kenne deinen Vater. Hallo, wollen Sie sich ein paar Minuten aufwärmen? Können Sie gerne machen. Wenn du nur noch selten kannst und möchtest gerne täglich, wende dich an Neckermann, mach's möglich. Wenn du nur noch langsam kannst und willst gern auf die Schnelle, schreibe nicht an Neckermann, sondern wende dich an Quelle. An Kaufhaus Quelle, an Kaufhaus Quelle. Wenn du die ganzen Affen machst mit deiner Flankenfüdel, dann geh uns hier nicht auf den Sack und geh lieber zu Lidl. Alles klar, tschüss. Ja, tschüss. Natürlich sind auch ein paar Ausgeflippte dabei. Aber wir haben auch eine Reihe gute Kandidaten. Wir können Ihnen ja gar nicht alle zeigen. Und viele von denen, die wir schon wieder eingeladen haben, die haben Sie noch gar nicht gesehen. Ja, im Januar ist es dann soweit, da kommen dann die richtig heißen Kandidaten. Und dann wird hier live im Studio musiziert. Und wir haben eine hochkarätige Jury, meine Damen. Wenn ich das jetzt verraten würde, Sie würden sagen, Bitte. So,
Ich zeige Ihnen aber gleich noch weitere Kandidaten. Drei oder vier Stück, die werde ich dann zusammen mit unserem Gast Oliver Pocher, der gleich uns noch seine Show vorstellen kommt, hier zusammen bewerten. Wenn Sie zu unserem Casting noch kommen möchten, können Sie das machen. Die Adresse ist Alter Verladebahnhof, Schanzenstraße 35063 Köln-Mülheim, gegenüber dem Viva-Gebäude. Sie müssen mindestens 18 Jahre sein und tun Sie uns einen Gefallen. Quatschköpfe haben wir genug. Wir brauchen jetzt noch ein paar Leute, die richtig singen können. Fußball-Experten unter sich, meine Damen und Herren. Sehr gut. Jetzt kommt ein junger Mann zu uns, der gleich hier nach TV Total mit seiner eigenen Show Rent a Pocher wieder am Start ist und wird uns erzählen, was es da gleich Interessantes zu sehen gibt. Hier ist Oliver Pocher, meine Damen und Herren. Oliver, danke. Frauenfußball. Frauenfußball, Thema für dich? Nee. Nein, das verstehe ich. Obwohl, ich habe es gesehen, damals auch hier, Weltmeisterschaft und alles. Hast du geguckt, abends ja, live? Nachts aufgestanden, haben wir vom DSF weggesippt. Genau, und es lief nämlich um 19 Uhr, du Pfeife. Gar nicht wahr, es lief nachts in Amerika. Was? Ja. Das Endspiel? Ja. Das lief um 19 Uhr? Ja, aber die Spiele davor. Davor? Weil ich informiere mich ja, ich will ja sehen. Ja, selbstverständlich. Wann die Spiele. Was kommt denn bei Rente Pocher gleich? Da kommen fantastische Sachen, aber wir sollen uns erst mal angucken, was jetzt in den Castings alles los ist. Ach so, ja. Ja, tolle Kandidaten im Casting. Hast du Ahnung von Musik? Ja, natürlich. Kannst du? Ich war beim Musiksender jahrelang. Ja, das heißt aber überhaupt nichts. Doch. Nein. Doch. So. Okay. Diana 26 hat ein, und das ist, glaube ich, nehme ich jetzt schon mal an, obwohl ich es noch nicht gesehen habe, ist das schon der Fehler, der hat einen eigenen Text mitgebracht. Ja, Diana 26, bitteschön. Ich lag träumend im Gras, den Kopf voll verrückter Ideen. Da dachte ich nur zum Spaß, ich könnte doch zum Casting gehen. Und ich stahl das Auto von meinem allerbesten Freund. Hallo Thomas, wenn du das jetzt siehst, dann denk doch einfach, du hast es nur geträumt. Hallo Diana, schade, das war wohl nichts, aber schön, dass du mal da warst. Tschö, bis zum nächsten Casting von Star Search. So. Super, Diana, oder? Diana, aber sie hat sich Mühe gegeben, das muss man ja schon mal... Aber das reicht nicht für so ein Nein, Casting. Selbstverständlich reicht das nicht. Auch klamottenmäßig reicht das nicht. Ja, aber... Die Klamotten sind gut. Schon ja, ganz... Ja, das ist okay, ja. Ja, da darfst du dich auch nicht drüber aufregen, also... Bevor ich mir so einen Stangenanzug anziehe, da kannst du aber mal von ausgehen, da laufe ich lieber nackt durch die Gegend. Das wollen wir nicht sehen. Ja. So, dann haben wir was Tolles von Cora Schumacher. Cora Schumacher, Cora Shanti und King R.J. Ranky. Ja, da geht's schon los. Und das, meine Damen und Herren, hat sich gewaschen, was Sie jetzt hier sehen. Personality, me say hi now, hi now. Music and the ganja, me say work and we wine, work and we wine, work and we wine, work and we wine. Yo, yo, yo. I said, baby, can I be give me, can I be ganja, that me smoke? Long time the party want to hear me smoke you roll.
Baby, come and give me no big hand that me smoke. I never last in. Get that remember say. Get that nabi smoke and make him make and rewind. Long time the party want to bump up nabi grow. Get that nabi grow up, nabi grow up, them grows. Yo, Babylon, me say. Yeah. Ui. Was macht man denn mit sowas? Mein Gott. Jetzt kommen die Kandidatinnen schon mit ihrem Dealer an zum Casting. Ja. Ja, was macht man denn mit sowas? Lädt man die wieder ein oder was? Man nimmt ihnen einfach die Drogen weg und dann guckt man noch mal. Sie ist ein bisschen blass, oder? Ja. Naja. Also irgendwie erinnert mich die mit dieser Mütze. An wen erinnert mich die? Katja Epstein? Nee, was? Nein. Mit der Mütze? Ja, mit der Mütze. Michael Jackson, jetzt erkenne ich es auch. Ja, das überlege ich mir noch mal, was ich mit der mache. So, jetzt haben wir noch Gamze oder Gamze oder G-A-M-Z-E. So heißt die. Gamze. G-A-M-Z-E. Jamzy. You can reach me by railway. You can reach me by trailway. You can reach me on an airplane. You can reach me with your mind. You can reach me by caravan. Cross the desert like an Arab man. I don't care how you get here, just get here if you can. Oh. Also ich fand's nicht schlecht. Ich fand's, das war einigermaßen ausgereift schon. Sympathische Erscheinung. Ja. Ja. Eine junge Frau mit sympathischer Erscheinung. Und ich sag Ihnen, meine Damen und Herren, wenn hier ein bisschen Kerzenlicht gestanden hätte und eine weiche Liege- oder Sitzgelegenheit vorhanden gewesen wäre, ich könnte für nichts garantieren, Olli. So romantisch fand ich das. Ja. Tschüss.